Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Estuna Weekend. Wir waren kurz davor, ein weiteres Mal einen fernen Planeten zu beobachten. Das letzte, was wir noch brauchen, sind ein Lager und eine Festop-Schubdrüse. Drüse vor allen Dingen. Düse. Dazu brauchen wir noch einmal Aluminium. Das ist Zink. Da haben wir Aluminium. Packen wir da drauf. Und Ammonium ist auch noch am Start. Packen wir auch drauf. So, das kann einmal gedruckt werden. So, an Forschungspaketen sind wir noch ganz gut ausgestattet. Ich würde aber zur Sicherheit, was wir auf jeden Fall brauchen, ist das hier. Dann das hier. Diese komischen Pflanzis, die brauchen wir gerade nicht. Die lassen wir mal hier. Gemisch gibt es eigentlich auf jedem Planeten. Also das ist jetzt nicht zwingend notwendig, wenn wir das mitnehmen. So, dann stecke ich mal noch das Lager ein. Am besten noch Verpacker. So brauchen wir Graphit. Ah nee, das sieht jetzt aus. Die sollten wir mal suchen. Ich glaube, im Wald war noch Graphit gewesen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir das Lager hier mitgenommen haben. Ach egal. So, wir brauchen einmal die. Hatten wir nicht gerade noch zwei Feststoppschubdüsen? Jetzt die zweite hin. Hä? So nicht eingesteckt. Na, sag mal. So, und dann, liebe Freunde, ist es soweit. Wir fliegen zu Planeten, zu Kalidor. Schwierigkeitsgrad Mittel. Sonne ist sehr hoch. Durchschnittliche Atmosphäre dürr und trocken. Da gibt es hier Malachit und Wolframit. Nehmen wir doch gerne mit. Schwierigkeitsgrad Mittel und das ist der zweite Planet. So. Außer Packer. Wir haben natürlich auch viel Platz dabei, deshalb. Leute, jetzt geht's los. Wir drücken auf Start. Jawohl. Tschüss, Base. Man sieht sich mal wieder. So, wir müssen jetzt zu Kalidor. So. De Solo. Da ist Kalidor. Dann fliegen wir da mal hin, ne? Alter, das sieht. Estuna ist echt ein schönes Spiel. Auch wie schön dieses Flugzeug, wie schön diese Kapsel animiert ist und wie schön die Planeten im Sonnensystem animiert sind. Einfach schön. So, wo lassen wir uns denn nieder? Ob da sieht ganz gut aus. Fliegen wir einfach mal dahin und landen da. Und schauen, wieso es auf diesem Planeten zu sich geht. Oh, direkt neben einem. So. So. Hier hat's Kakteen. Oh, was für ein Wunder. Oh, ich weiß gerade nicht, ob die was machen. So. Also die da vorne sehen nicht so gut aus, die Pflanzen. Die sind auch sicher giftig. Oh, oh, was ist denn das für ein Ding? Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Ey, echt, scheiße, ey. Was ist denn, Alter, die schießt auf einen. Was ist das für ein Scheiß? Alter Schwede, Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Gott, Leute, das könnt ihr doch mit mir nicht machen. Oh. Stachliger Mutantenactus, ey. Der schießt der auf einen, ey. Gott, ey. So. So, wir ziehen mal weiter. Gehen wir ein bisschen mal auf den Berg da oben drauf.
Haben wir eine gute Lage. So, der zweite von diesen Mutanten-Dings da, Bums da. Was ist das? Glaube ich, Graphit. Aber der sieht auch, also abgesehen von den Pflanzen, die einen angreifen, ist das eigentlich auch ein echt schöner Planet. Also. Wir wollen uns jetzt erstmal ein bisschen aufhalten. So, wir haben schon mal. Wir haben jetzt schon keine Verbindungspakete mehr. Dann brauchen wir wohl mal ein bisschen Gemisch, ne? Ohne Gemisch läuft da nix. Das sag ich dir aber. So, ah ja, jetzt doch viel, ja, das ist ja. Das ist ja, also Gemisch zu finden ist ja absolut kein Problem. Geht doch schon schnell mit unserer Bohranpassung. Ja, also ist ja absolut kein Problem. So. Ja, gut, das war gerade ein kleiner Bug. So. Also müssen wir auf jeden Fall aufpassen vor diesen Pflanzen, die einen angreifen. Das ist denn, irgendwie hat der ja gerade so ein bisschen einen Bug beim Laufen, aber nun gut. Ich glaube, dass die Kakteen einfach nichts machen. Nee, sieht nicht so aus. Kakteen sind doch lieb. Ich habe selber Kakteen zu Hause. Kakteen sind echt schöne Pflanzen. Und sie sind schön einfach zu pflegen. Weil man die halt auch nicht gießen muss. Das ist halt. Aber denen macht das nichts aus, ne? Und da gibt es manche Pflanzen, die brauchen so viel Wasser. Oh. Ja, die wurden hier wohl von den ansteckenden Dingern geschlagen. Also Malachit müsste doch eigentlich in den Bergen sein. Deshalb würde ich sagen, dass wir mal da vorne in die Region Berge gehen. Wir wollen ja eigentlich Wolframit finden. Und andere Dinger. So, aber sonst eigentlich ein recht schöner Planet. Und das Pflanzen? Ja. Halt jetzt besser mal ein bisschen Abstand. So. Nachher werden wir von irgendwas angegriffen. Nö, 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 nö. Ich glaube, später, wenn man so richtig und richtig lange es tun hat, hat man sicher auf jedem. Ist das? Was zur Hölle ist, sind das Pflanzen? Was ist? Was passiert hier? Kann ich mich daran wagen? Ja, gut. Ich bin nur gerade etwas, also. Ich bin mir nicht sicher, ob das Pflanzen sind. Leute, ich schau mal ganz kurz in Google rein. Estrino. Wie heißt der? Nee. Wie ist der jetzt? Ach, ich schau nochmal nach. Wir sind aktuell auf Planeten Kalidor. 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 Kalidor.
So. So, wir wollen zu Kalidor. Kalidor hat 6 Gateway-Kammern. So, da gibt's viel Malachit soll es geben. Quarz, Harz, Wolframit und Ammonium soll es da geben. Dann schauen wir doch mal jetzt nach Pflanzen. Pflanzen. Gefahren. So, das ist. Also, wir hatten den Attaktus. Ach, von Kaktus Attaktus. Aber diesen komischen Dinger gehören jetzt hier nicht zu den Pflanzen, die hier anscheinend aggressiv sein sollen. Gut. Dann soll. Eigentlich würde ich ja ganz gerne auf den Berg gehen, ne? Weil Malachit ist ja eigentlich bergig besiedelt. Aber komische Pflanzen sind das schon, das sage ich dir. Aber irgendwie so richtig? Es gibt hier weder richtig Berge, das sind ja eher nur so kleine Felshügelchen. Schau mal ganz kurz hier vorne. Scheiße. Sauerstoff ist alle. Sorry, sagt man nicht. Ich muss mir jetzt immer selber korrigieren. Ich weiß, ich will das Wort auch nicht so oft sagen. Und das rutscht mir mal so leicht raus. Das ist ja das Problem. Okay, also ich komme gerade mit diesem Planeten noch nicht so ganz klar. Aber wie bei einem anderen Planeten müssen wir einfach mal erkunden. Aber es wäre schon gut, wenn wir mit schön viel Malachit und Kupfer nach Hause kommen können. Und Quarz, wir müssen auch mal wieder Quarz finden. Also, wir müssen natürlich, können natürlich öfters dahin fliegen, aber natürlich schon praktischer, wenn man. Ich würde mal darüber hingehen, oder? Drüben sieht es auch ganz gut aus. Und jetzt nicht so diese Piranha-Pflanzen. Nee, jetzt nicht bei Mario. Hat das Gemisch super. Dann gehen wir doch mal am besten vom Space Shuttle von unserer Rakete mal in die andere Richtung. Also irgendwie, das Gestein ist schwierig zu laufen irgendwie. Komm, auf dem Berg ist doch Kupfer, ey. Das schnüffe ich doch. Diese Gateways sind übrigens Portale, die man aktivieren kann. Das machen wir dann irgendwann später, weil dazu braucht man viel Energie. So, das da drüben sieht nach einer Pflanze aus, die meines Erachtens nicht ganz ungefährlich sein könnte. Und weil ich ein Schisser bin, gucke ich jetzt. Ah ja, das ist aber ein sogenanntes Keuchkraut.
Ich habe jetzt noch nichts gefunden, außer Malachitos und Graphitos. Hat es eine Höhle, aber... Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das hier auch stimmt, dass man hier Malachit nur quasi in den Bergen findet oder ob es hier überall ist. Ich habe gerade keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, ey. So, warte mal, tasten uns mal da vorne. Nee, doch nicht. Tasten uns mal hier runter. Direkt neben der Rakete. So. Aber das Ganze noch ein bisschen glatter hier. Weil unser Freund mag es nicht zu laut, nicht zu alle Sachen zu laufen. So. Gut. So, hier geht's nicht die runter. Das sind auch nur eher kleine Spalte. Das sieht schon nach einem dickeren Oschi aus. Und da geht's auch ganz schön tief runter. Also es gibt hier keinen sauberen Abstieg, sagen wir es mal so. Wo da drüben ja eine Höhle ist. Wir müssen uns den sauberen Abstieg quasi recht ebnen. Also ich glaube, wir werden noch ein paar Folgen auf diesem Planeten bleiben. Bevor ich hier vorhin mal überhaupt was gefunden haben. So. So, das war schon mal ganz gut. Wir müssen ein bisschen weiter runter hier. So, was ist denn da drüben schön? Ist das wie nur ein Durchgang? Ist da unten halt auch nichts, ne? Weiß nicht, was da unten ist. So, warte mal. Wir können hier quasi so wendetreppenartig hier runter watscheln. So, und jetzt müssen wir den mal so nehmen. Ein bisschen wegmachen. Quasi so, wenn die treppenartig da runter gehen. Genau. Sieht gut aus. So. Oh, das ist schon echt hartes Gestein. So, und jetzt machen wir das da weg. Jetzt nach da unten. So. Genau, jetzt müssen wir hier noch andocken, aber wir kommen dem Ziel schon näher. Und das ist letztendlich gerade die Hauptsache. So, meine lieben Damen und Herren, das sieht gut aus. Dieses Rot sieht ja auch schön aus. Da kriegst du dann aber auch. So, jetzt mache ich jetzt nicht sowas. Wie, das ist alles hier unten? Jetzt habe ich mich hier runtergegraben, damit das alles ist. Ich grab mal ganz kurz hier unten, nur um zu schauen, ob da noch irgendwas kommt. Jetzt einfach hier runter. Irgendwann muss doch mal was kommen da. Bisschen höhere Decke hier. Kommt da echt nix? Was ist das für ein Scheiß? Nix. Nirgendwo eine Höhle oder irgendwas. Hat der Planet überhaupt Höhen? Ich guck kurz nach.
Also der Planet, der ist bis jetzt anstrengend. Hier, Malachit findet man auf Kalidor und Höhen. Okay. Also. Diese Route, die wir gerade gewählt haben, ist wohl noch nicht die richtige. Wir müssen später eine andere Höhle finden. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Aswunder Weekend. Leute, es war heute eher ein nicht so produktiver Part. Wir haben uns eher erkundet und einen sehr großen Schrecken gehabt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und lasst doch eine kleine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Habt einen schönen Samstag, genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Leute, macht's gut. Ciao.